Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Steinzeit-Challenge. Und die gute Annelie, ja, versucht sich gerade so ein wenig durch den Tag zu schleppen, denn sie ist sehr, sehr müde, hat aber auch das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen und sich sauber zu machen. Und jetzt möchte Alea ihre Präferenz einfach ändern zu, dass sie glücklich darüber wäre, ein Baby zu bekommen, neutral dagegenüber ist. Und wir machen das definitiv. Also das ist ja eine Änderung, die man definitiv, ich sag jetzt einfach mal, annehmen kann, weil eben das ja auch was ganz Normales ist, dass man sich ja halt auch, dass man jetzt halt auch so sieht, okay, man hat drei Kinder, es ist stressig auf der Insel und deshalb ist das schon so gut, wie das Spiel das vorgeschlagen hat. So, Rollo geht es eigentlich sehr, sehr gut. Wir werden dann jetzt hier einmal schauen nach den Hühnern, denn wir müssen nämlich hier einmal die Eier einsammeln und den Stall säubern. Das müssen wir nämlich definitiv einmal machen. Annelie ist gerade dabei, sich ein wenig um ihr Spaßbedürfnis zu kümmern. Das darfst du auch sehr, sehr gerne machen. Und Alea ist jetzt gerade dabei, sich ins Bett zu begeben, weil die Nacht schon sehr anstrengend war. So, dann schauen wir mal. Okay, Lagata hat übermorgen Geburtstag. Das passt ja eigentlich sehr, sehr gut. Wir werden dann jetzt hier auch noch den Busch bestäuben. Und dann kann Rollo theoretisch einmal, wo haben wir es denn? Hier einmal hingehen und dann nochmal ein paar Möbel herstellen. Mach du einmal einen Spiegel und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Theoretisch müsste er durchkommen. Oh, wir haben auch nochmal zwei Bruteier gesammelt. Die werden wir dann definitiv auch nochmal hier reinlegen. Ich weiß nämlich nicht. Okay, jetzt liegen die Bruteier wieder da. Dann werden wir die anderen jetzt einmal hier reinlegen und die anderen Eier werden wir einmal verkaufen. Und dann, schauen wir einmal, dass Annelie, oder nicht Annelie, dass Alea sich hier etwas zu essen nehmen kann. Und dann, nein, sollst du nicht dahin gehen. Du sollst hier einmal bitte, okay, du kannst dich nicht darum kümmern, weil sie außerhalb der Saison sind. Aber dann kannst du hier bitte einmal alles abernten. Oder kann Alia, oder kann Annelie das machen? Okay, da brauchen wir mehr Mentalfähigkeit. Aber nicht so schlimm. Rollo, brichst du das bitte hier einmal ab und wechsel Lagata einmal die Windeln. Und dann kannst du mit ihr reden und dich ein bisschen um sie kümmern. Denn normalerweise, hat sie ja hier schon alles. Also gefüttert war sie, deshalb sollte das jetzt eigentlich nicht das Problem sein. So, jetzt schauen wir mal, Björn ist sehr, sehr traurig darüber, dass er ein weiteres Geschwisterchen hat. Das tut mir auch leid, Björn, aber ich will ja nicht so viel spoilern, aber du hast noch mehr Geschwister wie nur die zwei, die jetzt hier rumlaufen. Okay, Annelie ist in der Badewanne eingeschlafen, da würde ich doch einmal sagen, schicken wir dich einmal so ins Bett. Und was macht Alea jetzt da? Okay, sie erntet die Pflanzen. Okay, das ist schon mal gut. Wir können jetzt hier auch nichts mehr gießen. Dann würde ich doch ganz einfach sagen, wir sehen uns dann morgen nochmal. Der nächste Morgen beginnt für Familie Stone eigentlich relativ früh. Und dann können wir auch direkt mal schauen, was der gute Björn ins Bett gehen rauszögern, um etwas zu bitten. Nein, du hast das Ganze jetzt schon genug rausgezögert, lieber Björn. Du wirst nämlich jetzt hier einmal ins Bett gehen. Und ich habe gesehen, dass jetzt hier ein Küken versucht auszuschlüpfen. Und ich hoffe, ja, dass die gute Annelie das machen kann. Denn dann hat sie auch mal das Vergnügen, einem Küken aus dem Ei schlüpfen zu helfen. So, wo bist du denn? Da hat sie sich das Ei genommen. Und ich hoffe, dass wir das dann auch gut sehen werden. Ist das nicht süß, wie die beiden kuscheln? Und wie sie ihm dann auch einen Kuss gibt oder ihr? Weiß ich nicht. Wir schauen mal, was das Küken ist. Ein männliches Küken. Okay. Naja, wir haben definitiv viele männliche Küken, wenn ich das so rumsehe. Aber Alea, ja, schreib du das einmal alles in dein Notizbuch. Du kannst dann hier einmal ein wenig Futter in der Nähe verstreuen. Denn wir haben ja noch ein paar mehr Bruteier. Und haben dann somit auch die Hoffnung, dass wir eben dann auch noch ein paar weibliche Küken bekommen. Und dann kannst du hier noch die Eier einsammeln und den Stall einmal säubern. So, dann haben wir das nämlich auch einmal gemacht und dann kannst du ja vielleicht dich ein bisschen mit dem Küken anfreunden. Okay, wir haben jetzt hier nochmal zwei Bruteier gesammelt. Das finde ich gut, denn die können wir dann hier nochmal reinlegen. Somit haben wir nämlich dann jetzt hier die Chance, also die vierfache Chance, dass wir dann jetzt hier auch weibliche Hühner noch bekommen. Und dann kannst du das hier einmal alles wegwerfen. Und dann schauen wir auch,
Was Alea hier einmal so macht. Alea, du kannst ja theoretisch das hier einmal noch ein wenig um deine Pflanzen kümmern. Kannst du hier vielleicht irgendwas gießen? Aber was wir definitiv hier machen können, ist, dass wir hier einmal die Bienenwachs einsammeln, den Honig einsammeln und uns dann auch nochmal mit den Bienen, ja, sozusagen verbünden. Und Rollo kann dann hier einmal nach Lagata schauen. Und Björn, du gehst bitte jetzt hier einmal schlafen. Es ist schlimm mit dir. Auch wenn du ein selbstständiger Säugling bist, musst du trotzdem schlafen. Und ich würde sagen, wir werden dann die gute Lagata dann auch jetzt hier einmal älter werden lassen. Denn sie hat ja schließlich heute Geburtstag. Ja, hat sie. Und dann hat dann der gute Björn nochmal Geburtstag. Und dann hat Rollo und dann hat Alea auch schon Geburtstag. Wie die Zeit einfach verfliegt, das ist so lustig. Und da wird die kleine Lagata eben zum Säugling. Und wir werden jetzt einfach mal würfeln und sie wird ein ruhiger Säugling sein. Ist das nicht süß? Da liegt die kleine Maus. Liegt da einfach vor sich hin und hat ihr allererstes Lächeln freigeschaltet. So, die beiden werden jetzt hier ein bisschen Bauchzeit verbringen und Alea wird jetzt hier mit Annelie ein wenig reden. Und Annelie kann theoretisch dann auch mal hier einmal baden gehen und Alea kann dann vielleicht auch mal schauen, genau, dass wir hier einmal die Fallen lernen, denn das muss ja auch einmal gemacht werden, weil ich weiß nicht, lernen die sich vielleicht auch automatisch? Also, ja, was heißt automatisch, aber lernen die sich vielleicht, wenn man nach der Zeit einmal nicht reinschaut? Das könnte ich mir natürlich vorstellen. Wir haben hier einmal den Finger von Sulani gefunden und ein paar Fische. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Wir haben die Paradiesvogelblume gefunden. Das ist doch cool. Die werden wir dann auch mal schauen, ob wir die einpflanzen können. Das brauchen wir dafür jetzt wirklich hier. Wir versuchen sie einfach mal jetzt hier hinten noch zu pflanzen. Okay, funktioniert nicht. Ich sehe auch gerade, dass wir hinten noch einen Samen haben. Dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht hier noch ein paar Beete hier platzieren können. Was ja theoretisch eigentlich auch nicht so dumm ist, die Idee, würde ich einfach mal behaupten. So, damit wir das Ganze auch platzieren können. Jetzt hoffe ich, dass meine Paradiesvogelblume noch da ist. Dann werden wir die einmal pflanzen und mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas haben, was wir jetzt hier so pflanzen können. Aber wie es aussieht, nichts. Ich muss mal ganz kurz in den Regeln schauen, was wir eben ja jetzt hier noch so brauchen, um halt einen höheren Bonus da abschließen zu können. Ich meine, es liegt mir auch nicht daran, dass wir eben diesen Bonus bekommen. Aber es wäre ja schön, wenn wir davon wenigstens ein bisschen was abschließen können. Okay, also wir müssten theoretisch Level 10 der Fertigkeiten in Angeln, Gartenarbeit und Geschicklichkeit bei allen Sims haben. Dann müssen wir einen See oder können wir einen Seeteufel fangen. Wir können 20.000 Simoleons verdienen von Verkauf von Stein, Fossilien, Fröschen und Holzarbeiten. Und ein Sim hat Kinder mit drei verschiedenen Sims. Okay, das ist ja, das haben wir definitiv schon abgehakt. Denn wenn ich das richtig sehe, in Rollos Stammbaum haben wir jetzt hier einmal Annelie, Björn und Lagata. Und dann haben wir hier einmal Jana. Da ist die Mutter Osha. Und bei dem anderen ist es, glaube ich, Dean. Und deshalb können wir das schon mal abschließen. Dann haben wir nämlich schon mal zwei Punkte. Genau, dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann, wer kommt denn da zu Besuch? Kenta kommt zu Besuch. Und ich würde sagen, so glücklich, wie die beiden jetzt hier auf ihrer Insel stehen, lassen wir die Familie auch nochmal zurück. Die gute Lagata hat auch gerade ihren Kopf zum allerersten Mal gehoben. Das heißt also, sie hat diesen Meilenstein auch freigeschaltet. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo da lasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!